denn morgens? War ein bisschen wie in der Schule, haben wir gerade gesagt. Ne? Schön hintereinander. Ich finde, das haben wir ordentlich gemacht. Herzlich willkommen. Genau, ich leite heute die Panelrunde. Wir wollen diskutieren über Chancen, Herausforderungen, aber auch, was läuft noch nicht so richtig bei diesem ganzen Thema Digitalisierungsprozess. Das hört gerade auf. Ganz kurz möchte ich noch mal meine Gesprächspartner vorstellen und auch an Sie auffordern, wenn Sie Fragen haben, Hand heben. Es sind Damen hier, die haben Mikrofone, die kommen zu Ihnen, also diskutieren Sie mit, stellen Sie Fragen. Ich finde, das macht das Ganze immer lebhafter. Wir haben nicht so viel Zeit, eine Dreiviertelstunde, das ist zackig um, bei 6 Leuten, die sich unterhalten wollen. Lieber Christian Hellerschmidt, du bist vom POR. Kurz, du hast gesagt, ich habe vorher euch gefragt, was sind die Chancen, was sind die Risiken und wie gesagt die Herausforderungen. Ich fand schön bei dir, du hast gesagt, Digitalisierung bringt uns endlich mehr Zeit für das Wesentliche, nämlich für das Bauen. Darüber wollen wir sprechen. Amit von Kösterbau. Auch du hast gesagt, Liefer- und Produktivität können wir durch die Digitalisierung steigern. Da sind sich, glaube ich, alle einig hier. Aber es werden auch neue Kompetenzen erarbeitet und es ist auch schon ein Mehrwert sichtbar. Darüber wollen wir auch noch mal reden. Simon von Züblin, eigentlich hast du das Schönste gerade im Vorgespräch gesagt. Du hast nämlich gesagt, BIM ist tot. Das greifen wir gleich nochmal auf. Jetzt hier großes Entsetzen. Oh Gott, jetzt wollen sich alle hier gerade mit BIM fit machen und es ist eigentlich schon tot. Also was passiert jetzt? Niklas Brandmann, wir kennen uns auch schon ganz, ganz lange von Leonard und Weiß. Bei dir fand ich ganz toll, dass Digitalisierung deine Leidenschaft ist und du dafür lebst. Schauen wir mal. Dann Joachim von Lukowitz von Hoch und Tief. Du hast gesagt, Digitalisierung hat Fahrt aufgenommen, aber da geht noch mehr. Und wie schaffen wir das? Also diese Transformation beim Standardisierung und dass wir es eben einmal ins Unternehmen bringen, aber natürlich dann auch bei den Auftraggebern ankommen. Und Amir von Zechbau, du hast gesagt, Chancen sind, dass es Wachstum gibt, dass der Wettbewerb besser funktioniert, dass wir diese Digitalisierung als Chance ergreifen sollen und dass man auch als Bauunternehmen sein Image verbessern kann. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenthema, wenn wir über Fachkräftemängel reden wollen, über wie gewinne ich denn auch die jungen Leute, dass sie mit wieder am Bau arbeiten wollen. Ne? Die Konkurrenz ist groß. Deswegen, Amit, lass uns anfangen. Und zwar mit den Herausforderungen, beziehungsweise vielleicht mit dem, was schwierig ist, warum es immer noch nicht so richtig in Fahrt ist. Wir wissen alle, wir diskutieren eigentlich seit, ich sag mal gefühlt, 2011 über das Thema BIM. Da wurde die Reformkommission Großprojekte ins Leben gerufen seitens der Bundesregierung. Man hat gesagt, jetzt BIM bringt die Welt voran. Vielleicht ist BIM deswegen wirklich schon tot, Simon, schauen wir mal. Dann gab es den Stufenplan, eigentlich hieß es auch da, ab 2021 müssen alle Projekte bei der öffentlichen Hand auf jeden Fall mit BIM gebaut werden. Jetzt haben wir 2023, wenn ihr euch das anguckt, Masterpläne sagen, Regelprozesse, Straße, Hochbau, Wasser und Schiene, eigentlich erst ab 2027. Amir, du hast gesagt, die Interessenskonflikte sind groß. Liegt es daran, dass wir uns immer so schwer tun seitens der Branche, hier voranzukommen, diesen Prozess endlich zu starten? Denn bei den Chancen seid ihr euch alle einig, dass das eigentlich ein tolles Instrument ist. Nicht ganz, wir kommen noch zu. Genau, also ich, mit dem Interessenkonflikt habe ich gemeint, dass es der Unternehmen Ziele sind, zum Beispiel Qualität zu verbessern, Effizienzsteigerung, Transparenz schaffen. Das ist auch für einige Mitarbeiter, das ist richtig, aber das bedeutet auch, es kann sein, dass mein Job ist weg, wenn ich effizient werde. Wenn ich Digitalisierung oder digitalen Tool nutzen, schafft das meinen Job weg zum Beispiel oder ich werde nicht gebraucht werden. So auch mit Qualitätsverbesserung. Also werde ich auf die Probe gestellt und wird meine Arbeit immer überwacht und meine Qualität wird auch transparent in Unternehmen. So wie auch mit Transparenz, also wenn Sie Daten haben oder Bereiche, die Sie selber, sag ich mal, die verantwortlich haben und kommt einer von der Digitalisierung, der schaut über die Schulter, was Sie machen und das gefällt einigen Leuten nicht. Da steht dieser Konflikt, also das Unternehmen möchte gern Qualität verbessern, Effizienzsteigerung und Transparenz schaffen, aber das führt, dass die Mehrheit der Mitarbeiter unzufrieden bzw. unsicher, was das kann und was das bedeutet für mich langfristig. Das habe ich damit gemeint. Okay, du hast auch gesagt, dass die Schnittstellen bzw. es gibt viele komplexe Lösungen, bauen wird immer komplexer und wir haben hier diese Schnittstellenproblematik, nicht die technische, sondern eben auch die menschliche letztendlich. Genau. Simon, BIM ist tot, da komme ich jetzt gleich drauf. Warum ist BIM tot? Das ist furchtbar. Ja, vielleicht kurze Erklärung. Dieser Ausdruck BIM ist tot kommt eigentlich aus der Musikszene. Punk is dead, Hip-Hop ist tot.
was will ich damit sagen? Wir haben diesen Begriff falsch verwendet. Wir haben gesagt, BIM, es gibt Digitalisierung, BIM kann alles, BIM ist kein Werkzeug, BIM ist eine Philosophie. Und damit haben wir einfach eine komplett falsche Erwartungshaltung erzeugt. Komplett falsch. BIM rettet die Welt. BIM macht alles günstiger und schneller. Erst Wissing hat das vor einem halben Jahr beim Handelsblatt gesagt. Und genau das sind die Fehler, die wir gemacht haben. Und warum ist BIM tot? Weil der Begriff einfach verbrannt ist. Das ist eine zu hohe Flughöhe. Auf der Flughöhe können wir keine Mehrwerte generieren. Ich glaube aber nicht, dass die Technologie, ich glaube auch nicht, dass das Werkzeug tot ist. Aber diese Technologie, das Werkzeug, muss aufgehen in Prozesse, die Mehrwert stiften, die Sinn stiften und uns endlich voranbringen. Das meine ich mit BIM ist tot. Also es ist eigentlich, also BIM als Instrument wirklich sehen, das, was das Planen, Bauen und letztendlich dann aber auch das Betreiben erleichtert, weil wir diesen Mehrwert schaffen, weil wir den gesamten Lebenszyklus uns angucken können, wirklich da wieder hin und nicht diese Weltrettermentalität, sage ich mal. Ja, und es ist ganz wichtig, wir machen nicht BIM, damit wir BIM gemacht haben. Wir machen nicht ein BIM-Projekt, damit BIM gemacht worden ist, sondern BIM muss einen Mehrwert haben und soll nicht zum Selbstzweck werden. Mhm. Und das ist es meiner Meinung nach sehr oft geworden in den letzten Jahren. Joachim, ihr von Hochtief, ihr seid ein ziemlich großes, weltweit großes, riesiges Unternehmen. Du hast gesagt, das ist aber auch schon eine Herausforderung, hier diesen Prozess zu schaffen, dass es aufgrund der Größe des Unternehmens, diese Standardisierung, die Transformation bei den Mitarbeitern stattfindet. Ja, das ist so. Wir sind ja ein sehr großer Infrastrukturkonzern und auch Betreiber. Und groß sind wir in mehrere Richtungen. Zum einen natürlich, dass wir in vielen Kontinenten sind. Das erschwert es nicht etwas, einheitliche Lösungen über den gesamten Konzern zustande zu kriegen. Die Größe ist gleichzeitig natürlich ein Riesenvorteil, weil unheimlich viel verschiedener Input aus den verschiedenen Regionen, Arbeiten, Segmenten kommt. Wir haben aber noch eine andere Form der Größe, der wir uns widmen müssen. Und zwar, wir planen und bauen ja nicht nur, sondern wir betreiben auch. Und das kommt bei mir in dem Wort BIM oder Digitalisierung immer zu kurz. Der wirkliche Mehrwert, was der Simon sagte, der kommt eigentlich in der Betriebsphase bei der Digitalisierung, bei den digitalen Modellen. Und das wird meiner Ansicht nach wie vor zu knapp gehalten. Wir gucken nicht auf die Bewirtschaftungsphase von der Infrastruktur, vom Gebäude. Bei der Infrastruktur sind das 50, 70, 80 Jahre. Da zahlt sich eine Menge aus, wenn ich vernünftig die Informationen gesammelt habe. Und auch diese Größe müssen wir abdecken. Wir haben also eine Komplexitätsfrage in mehrere Richtungen, ja, die einfach auch Zeit brauchen. Amit, du hattest gesagt, ja, das eine ist natürlich, ich kann den Lebenszyklus dann betrachten, aber es wird noch wenig bestellt, auch vom Bauherrn. Immer wieder muss man diese Überzeugungsarbeit leisten, obwohl, wenn mich, natürlich liegen ja die Vorteile dann auf der Hand, wenn ich 60, 70, 80 Jahre lang meine Daten habe. Fragen wir irgendwann mal, wo sind die denn dann in 80 Jahren? Ja, wissen wir auch alle noch nicht. Aber dieses Thema Bauherr, wie diese Überzeugungsarbeit, warum ist die immer noch notwendig, wenn wir eigentlich alle sagen, es ist leichter, effizienter, es ist ein gut gemachtes Instrument, ich kann auch aus den Fehlern von anderen lernen vielleicht, wenn ich sie teile, da kommen wir auch noch mal hin zu diesem Thema. Warum ist der Bauherr da so schwierig? Vielleicht einen Schritt zurück gedacht. Bevor wir über den Bauherrn sprechen, nochmal, die Historie hast du gerade zusammengefasst, wie es bei uns in Deutschland auch angefangen hat. Wir hatten ja, jeder von uns hat es am Anfang ja mit sich selbst zu tun gehabt, die Überzeugung innerhalb der Unternehmung, innerhalb der Prozesse. Das ist natürlich extrem wichtig, da mal zu starten, bevor ich zum Bauherrn gehe und ihm im Prinzip das Bessere, die bessere Welt auch kommunizieren möchte, muss ich natürlich erstmal selbst auch davon überzeugt sein. Da fängt es an. Wenn wir... So weit sind wir auch, weil die Kollegen kennen sich ja auch hier sehr gut, wir sind ja auch Jahr für Jahr auch zusammen auf solchen Panels. Wenn wir das intern geschafft haben, dann ist es nochmal ein etwas einfacher Schritt, dann, sag ich mal, alle anderen Stakeholder, unter anderem auch den Bauherrn auch abzuholen und auch letztendlich Mehrwerte auch aufzuzeigen. Dass am Ende der größte Mehrwert bezogen auf den Immobilienzyklus vielleicht im Betrieb da ist, ist schon richtig, gesamtheitlich betrachtet, allerdings glaube ich, dass jeder Einzelne, der da auch beteiligt ist, an der Errichtung, Planung, auch Betreiben, auch seine eigenen Mehrwerte hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt als Bauunternehmer sage, na gut, dann interessiert mich das gerade nicht, ich packe da jetzt nicht an. Wir müssen da Hand in Hand auch durchgehen. Aber Thema Bauherr ist wichtig. Wir brauchen natürlich auch dort gesetzliche Regularien. Ohne dies geht es nicht. Das hat ja das Ausland ja auch schon vorgemacht. In UK war das ja so, wo dann gesagt wurde, Projekt ab einer bestimmten Größe, das sind dann BIM-Projekte und schwuppsdiwupps war es halt anders gewesen. Dann haben wir nicht mehr diese zwei Schubladen,
wo der Planer und der Ausführer dann entscheidet, jetzt packe ich die BIM-Schublade raus und dann die Nicht-BIM-Schublade. Die Masse, der Markt bewegt sich dahin. So weit sind wir noch nicht, das wird noch kommen. Dann muss man auch nicht unbedingt, sage ich mal, diese Überzeugung mehr mitmachen. Natürlich müssen Mehrwerte auch sichtbar sein, aber nicht so, dass wir sagen, okay, jedes Mal kämpfe darum, dass diese Elemente auch mit dabei sind. Und am Ende geht es ja auch nicht nur um BIM, auch wenn wir deswegen auch vielleicht BIM ist tot, ist jetzt ein Begriff, den wir jetzt auch inflationär für alles nutzen. Am Ende geht es um die Ganzheitlichkeit unserer Prozesse, des Bauens. Und natürlich schielen wir auch ab und zu in andere Industrien rein, wie die das dort machen und versuchen, das zu adaptieren bei uns. Nicht alles geht so eins zu eins auf, aber ich bin schon davon überzeugt, dass wir das eine oder andere auch mit übernehmen können. Am Ende produzieren wir auch. Christian, du hast das ja auch gesagt bei den Herausforderungen, es gibt diese vielen individuellen Lösungen, was es dann manchmal schwierig macht auch. Also die zusammenzubringen, da werden mehr Standards gefordert. Wäre das auch was, was für die Bauherrenseite dann auch einfacher ist? Das eine ist ja auch immer die öffentliche Hand und das andere ist der private Bauherr aus eurer Sicht. Standard ist natürlich ein Thema, aber ich würde gerne die Fragen in Summe ein bisschen versuchen aufzuarbeiten. Wir haben vorher gehört, Interessenskonflikt. Wir hatten alle in jedem Unternehmen für sich einen Interessenskonflikt von wir müssen effizienter werden, wir müssen digitalisierter werden, wir müssen attraktiver für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden, damit wir in Summe immer noch bauen können. Und dieser Interessenskonflikt kommt daher, dass Management sagt, ja, wir müssen, aber sagt nicht, wir müssen uns Zeit nehmen, wir müssen unseren Leuten Zeit geben, dass sie sich digitalisieren, dass sie sich neu ausrichten, dass sie sich die richtigen Lösungen mit uns gemeinsam suchen können. Jetzt bin ich eine Stabstelle im Operational Management bei uns, die sich sehr viel darum bemüht, welche Lösungen gibt es am Markt, was machen andere, mit wem können wir auch gemeinsam einen Schritt nach vorne kommen, brauche aber am Ende ja wieder die Leute, die draußen auf der Baustelle sich tagtäglich Zeit nehmen müssen, um zu bauen, und daneben mittlerweile noch mal mehr Zeit, um das zu dokumentieren und zu planen und abzubilden und Co. Und das ist der Interessenskonflikt, mit dem jeder schon mal gekämpft hat. Und das bringt uns beim Bauherrn ja genauso, die haben genauso ihre Überlegungen, was sind meine Prozesse, wie muss ich meine internen Abläufe auf einen Standard bringen, dass es effizienter wird. Und bevor die ihren Weg nicht gegangen sind, brauche ich gar nicht anklopfen. Aber in Summe, da wo... Darum finde ich diese Veranstaltung auch so wichtig. Man sieht ja, wir müssen aufeinander zugehen. Wir müssen mit Startups darüber reden, nicht was die können, sondern was wir brauchen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, denen zu erklären, was wir brauchen, dann werden wir gemeinsam weiterkommen. Wir müssen hier in der Branche darüber reden, was die anderen brauchen und wie wir gemeinsam, wir treffen uns ja auch auf unterschiedlichsten Baustellen immer wieder in Konstellationen, Nachunternehmer, Joint Venture, was auch immer. Wir arbeiten ja schon zusammen, nur digital sagt jeder, nein, nein, wir machen es in meinem System und wenn es dir nicht passt, dann mach du in deinem System und am Ende hoffen wir, dass trotzdem was rauskommt. Das geht nicht. Und wir müssen aber auch auf die ausbildenden Stellen, Hochschulen und Co. zugehen. Also ich bin auch sehr stolz, ich schaue sie gerade an, sie hat über die RWTH Aachen zu uns gefunden. Wir müssen uns auch mit den neuen jungen Köpfen auseinandersetzen, die sich Gedanken machen, hey Leute, was ist an der Baubranche eigentlich falsch und was können wir besser oder effizienter machen und die mit dazu holen und aber wieder mit denen in Verbindung bringen, die sich die Zeit nehmen dürfen, um zu sagen, so funktioniert meine Baustelle, das ist mein Problem und jetzt lass mich wissen, was könntest du für mich tun? Du hast es ein bisschen auf den Punkt gebracht, dieses gemeinsam, also auch von Fehlern anderer lernen. Unbedingt. Unbedingt, genau, aber schwierig. Jeder hat sein Geschäftsmodell. Jeder rennt erstmal los, natürlich hat auch Geld rein investiert, seine Leute fit gemacht, also ist mein System erstmal das Bessere und wir nehmen nur meins. Macht es schwierig für Bauherren auch. Niklas, du bist unter anderem nicht nur der BIM-Experte oder für Digitalisierung zuständig, du bist auch in der Verbandswelt unterwegs, wo es ja genau auch eigentlich darum geht. Alle sagen immer, ja, gemeinsam wollen wir das machen, es geht nur gemeinsam, aber es hapert ehrlich gesagt komplett an dem Gemeinsamen. Warum? Was ist so schwer an diesem Do-It? Lass es uns tun. Ja, ich sehe schon, dass Hemi, der lacht schon da vorne, der mit mir da auch schon seit Jahren irgendwo in der Verbandswelt unterwegs ist. Ja, ich denke immer noch, es ist eine tolle Sache, da irgendwie was voranzubringen und gemeinsam auch voranzubringen und dass das auch nötig ist, diese Standards auch zu setzen. Ja, und die brauchen wir auch, weil wir halt einfach diese
Kleinteiligkeit haben in der Bauwelt und nicht jeder am Anfang schon einbezogen ist in diesem Prozess. Ja, das merken wir jetzt bei uns. Wenn ich jetzt selber nicht mehr so viel im Schlüsselfertigbau unterwegs bin, sondern im reinen Hochbau, wo wir nur Bauausführende sind und in der frühen Phase nicht einbezogen sind, ja, dass man einfach ab der Leistungsphase 5 fürs Bauen irgendwelche Vorgaben gibt, die wir überhaupt gar nicht leisten können. Ja? Man weiß nicht, was kriegt man für Modelle, was kommt da an, wie kann man die weiter nutzen, was will der Auftraggeber wirklich von einem. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, diese Standards auch zu haben, damit man sich auch schon frühzeitig darauf einstellen kann, wie kann ich später oder wie werde ich auch einbezogen in diesen Prozess, wie kann ich auch meine eigenen Prozesse so darauf einstellen, dass ich bei nächsten Projekten weiß, schon vorher, was ist eigentlich zu tun. Warum klappt das nicht? Ja, ich glaube, da sind einfach zu viele eigene Interessen der unterschiedlichen Verbände, Kammern und so weiter dabei, die eigentlich erstmal alle auf sich selber gucken, aber doch tatsächlich dieses ganzheitliche schwierig ist zusammenzukriegen. Wir haben das ja früher auch schon firmenübergreifend schon versucht, irgendwie Standards zu bilden. Selbst da sind wir dann am Ende auch gescheitert. Ja? Und jeder hier weiß wahrscheinlich auch aus den Reihen, dass das innerhalb der eigenen Struktur schon gar nicht so einfach ist, in gewachsenen Strukturen durchgehende Standards zu haben, bevor man dann von Themen wie auch Big Data und so weiter überhaupt sprechen kann. Ja? Also gleiches Sammeln von Daten und die auch wieder zur Verfügung zu stellen und verfügbar machen. Aber es wird ja dann immer schwieriger letztendlich für den Auftraggeber, wenn eigentlich sind sich alle einig, gemeinsam soll es gehen, teilen nur so ein bisschen bedingt. Also was muss denn passieren? Wie können denn auch die Unternehmen umdenken? Das eine ist immer natürlich der Bauherr oder die öffentliche Hand. Ich nehme die öffentliche Hand immer als Beispiel, weil beim Thema Straße sind es immer die Auftraggeber, Punkt. Da gibt es keinen privaten Bauherrn. Ja? Also so, die können natürlich ihre Standards setzen, die können auch sagen, so und so muss es gemacht werden. Aber irgendeiner kommt immer um die Ecke und sagt, nee, so will ich es aber nicht. Ne? Und Plan, Bauen und Betreiben gemeinsam denken, wissen wir auch schon eigentlich seit 15 Jahren. Warum ist das so schwierig? Kann gerne jeder von euch antworten. Ja, ist eine Observation, das stimmt. Ich komme eigentlich aus der Versorgungswirtschaft, bevor ich in die Bauindustrie gewechselt bin. Und die Bauindustrie schafft es wunderbar, sich gegenseitig zu kannibalisieren. Also warum das so ist, mir ist es nicht wirklich erklärlich. Aber konsortiale Ansätze zwischen den Unternehmen bis zu einem gewissen Reifegrad, irgendwann trennt sich das dann. Und irgendwann muss der Wettbewerb ja auch zwischen den Unternehmen Einzug halten. Es gibt von Universitäten Ansätze, solche konsortialen Projekte zu starten. Von den Verbänden gibt es das. Am Ende ist das, glaube ich, in der Bauindustrie sehr tief drin. Dieses abgegrenzte Denken durch Imbalancen im Wissen Profit für sich zu generieren. Ja, das ist eine kulturelle Frage für mich zu einem Ganzteil. Simon? Aber werden wir nicht auch zu dieser Kultur gezwungen? Ich meine, wir müssen kleinteilig vergeben, gerade die öffentliche Hand, fragmentieren wir nicht unseren Prozess kaputt und kommen nur noch über Vergabegewinne wirklich zu Gewinne und gar nicht mehr über Prozessgewinne. Ich meine, in der Baubranche denken wir gar nicht, im Gesamtprozess effizienter zu werden und dadurch günstiger zu werden. Wir fragmentieren, vergeben, Vergabegewinne, das ist es doch. Und das macht es doch kaputt, auch wirklich gemeinsam denken zu können. Die Planungsphase wird unterteilt. Jeder Planer denkt nur an sein Paket, wie viel muss ich maximal machen, damit ich meinen Soll erreicht habe. Ob das der Nächste verwenden kann, braucht oder besser macht unser Produkt, ist egal. Ich werfe es über den Zaun, der Nächste nimmt das, ich muss es neu aufbereiten, wie kriege ich genau meinen Leistungssoll hin, werfe es über den Zaun, irgendjemand baut es und dann ist es fertig. Und das ist meiner Meinung nach, das stört die Zusammenarbeit. Das macht sie kaputt und dazu werden wir aber auch gezwungen. Du hast vorher die Frage gestellt, warum machen wir nicht miteinander, wenn wir denn nicht wissen, es funktioniert ja am besten. Ja? Ich würde das gerne an einem Beispiel bringen. Wir haben uns bei uns bei der POR jetzt, glaube ich, über 10 Jahre zum Thema Bestellung auseinandergesetzt. Und die ersten 5 Jahre haben wir sehr intensiv bei uns im Haus mit unterschiedlichsten Stakeholdern unseren Prozess, unsere Bestellung, unsere Abläufe analysiert. Und jede Baustelle, die wir dann mit einem Prozess in der Pilotphase, in der Rolloutphase und Co. betreut haben, haben gesagt, ja, verstehe ich, aber was bringt mir das? Und wirklich gut geworden ist es, wie wir
zu gewissen Gruppen einfach begonnen haben, mit unseren Lieferanten gemeinsam am Tisch zu sprechen, wie gehen wir in der Interaktion miteinander um. Und also ich kann nur jeden hier empfehlen, macht ein Projekt in Partnerschaft gemeinsam und redet miteinander, ob es jetzt eure interne IT-Abteilung ist, ein IT-Dienstleister, euer Lieferant ist, und das möchte ich auch allen Bauherren mitgeben, redet mit denen, die für euch bauen, und sucht euch euren Mehrwert, aber auch den, den euer Gegenüber hat. Wir haben unsere Beschaffung nur darüber besser in den Griff bekommen, dass auch unsere Lieferanten etwas davon haben, weil dann zahlt jeder in den Prozess ein, und um das geht's. Amit, du hast es ja auch gesagt, einmal, dass diese Prozesse harmonisiert werden sollen und auch weg von dem Thema Trennung von Planen und Bauen. Da wird natürlich, wenn Architekten im Raum sind, gibt es gelegentlich den großen Aufschrei, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es geht ja auch, glaube ich, gar nicht darum, was wegzunehmen, sondern was zusammenzubringen, damit es einfach besser funktioniert, letztendlich für alle. So verstehe ich das. Genau, also ich bin ganz bei den Kollegen auch. Das Gemeinsame ist immer einfach gesagt, zusammenkommen, miteinander sprechen und irgendwie kommt eine Lösung auch raus. Als ich in das Thema Digitalisierung, sag ich mal, als jüngerer Ingenieur noch reingekommen bin, hat jemand gesagt, ja, ich bin ein 100% Mensch und alles muss 100% sein, und irgendwie habe ich dann gemerkt, nur mit 80% kommt man jetzt wirklich weit. Und ich glaube, das ist auch wichtig am Ende für alles. Jeder ist in seinem Prozess, ob es jetzt Planungsprozesse, ausführende Prozesse, später Betriebsprozesse sind. Jeder hat für sich dieses Maximale auch, was er so als soll sieht. Wenn man sich nur auf das konzentriert, kommen wir, glaube ich, nicht weit. Also das ist tatsächlich so. Das hat man ja auch in eigenen Firmen, da gibt es ja auch Prozesse. Wenn wir am Ende das Ganze uns anschauen, sagen, okay, da muss das Bessere rauskommen. Und dann gibt es halt auch irgendwo auch Abspeckungen in den einzelnen Themen. Dann ist es so. Aber auch jetzt wieder die Frage, wie schaffen wir das? Ja, das ist ja, wir reden ja alle immer über die gleichen Themen, aber wie schaffen wir das? Ich gucke jetzt nochmal nach links und rechts. Erstes Projekt ist extrem wichtig. Ja. Erstes Projekt muss man mal gemacht haben, erst Pilot fahren, aber gleichzeitig sind auch Regularien wieder wichtig. Also auch gesetzliche Regularien, wo man auch so ein bisschen auch dahin gezwungen wird, so zu arbeiten. Wenn wir das nicht machen, jeder hat seine P&L-Verantwortung, jeder schaut auf seinen Prozess, das muss maximale EBIT, maximaler Profit muss rauskommen, so kriegen wir das nicht hin. Auch wenn wir dann nochmal also die Historie uns anschauen, wie wir mit dem Thema insgesamt angefangen haben, erstmal über Abläufe zu sprechen, dann sind wir irgendwie in Richtung Software und parallel über Prozesse gekommen und jetzt versuchen wir alles zu verzahnen und jetzt kommt ganz neues Thema Daten auch. Am Ende geht es wirklich darum, dass wir so diese drei Elemente, die wir haben, Prozess, Daten und auch Systeme, miteinander im Einklang bringen. Ich glaube, wenn wir das geschafft haben als Gesamtindustrie, dann sind wir auf jeden Fall weiter. Aber auch da wieder, meiner Meinung nach, gesetzliche Regularien sind notwendig, sonst schaffen wir das nicht. Also meine andere Industrien, auch im Automotive-Bereich, da sieht das auch nochmal ein bisschen anders aus. Da gibt es ja auch Generalunternehmen, wenn man sich das mal anschaut. Da funktioniert es ja auch. Lieferanten, Planer sind auch angedockt. Wir kriegen es bisher oder haben es bisher noch nicht geschafft. Vielleicht kommen wir einmal auch zum Thema Daten. Ihr habt es nämlich alle auch als Herausforderung größtenteils genannt. Niklas, du hast auch gesagt, Big Data ist eine Riesenherausforderung. Eigentlich bräuchte es so eine übergeordnete CDE, damit wir da vorankommen. Ich glaube, irgendwas entwickelt ihr doch da aber auch seitens der Bauindustrie, oder? Ja, das ist natürlich immer ein Thema. Ja, also das eine ist die Daten zu sammeln, aber diese natürlich auch irgendwann auswertbar zu machen, sei es für Thema Mängelmanagement oder ähnliche Dinge, einfach aus großen Fehlerdatenbanken vielleicht auch zu lernen, um diese dann später nicht mehr zu machen. Aber klar, es sind bei uns wie bei jedem anderen hier wahrscheinlich auch in der Firma auch gewachsene Strukturen. Und da merkt man auch, dass das natürlich nicht einfach ist, jeden dazu zu bekommen, in der gleichen Art und Weise auch Daten abzulegen, Daten zu speichern, damit man überhaupt an diese Stelle kommt. Ja, und da merkt man auch schnell, dass es natürlich viel auch einfach mit Veränderungen zu tun hat. Einfach zu sagen, jetzt digitalisieren wir mal, damit ist es halt nicht getan, sondern das Thema Veränderung steht da ganz, ganz vorne mit dabei, und das betrifft dann auch jeden Einzelnen. Ja? Und dass das vielleicht auch am Anfang an bestimmten Stellen auch erstmal unbequem ist, bevor es dann nachher vielleicht auch Mehrwerte bringt, das ist halt so. Oder ob auch die Digitalisierung in erster Linie für jeden einzelnen Teilprozess, für jeden einzelnen
Mitarbeiter direkte Mehrwerte bringt, weiß man auch nicht, aber vielleicht gibt es für das ganze Projekt nachher Mehrwerte. Und dafür ist es einfach, ja, das ist ein langer, mühsamer Weg, diese Daten, ja, das Big Data zu schaffen. Wir sind da dran, wahrscheinlich alle anderen hier auch, aber ja, und der zweite Punkt nachher natürlich hinten raus, diese Daten dann auch zu sichern. Ja, das ist dann das Thema Datensicherheit, das hatte ich, glaube ich, auch noch genannt. Kriegt man ja gerade viel mit, viel Cyberangriffe und so weiter. Ja, je mehr Daten ich natürlich dann in irgendeiner Weise sammle, umso mehr sind sie natürlich auch irgendwo unsicher und angreifbar. Auch da liegen, glaube ich, große Aufgaben drin, diese dann natürlich auch zu schützen. Das Thema Datensouveränität spielt dann ja auch wiederum eine Rolle. Ne? Also wer kriegt welche Daten von mir? Da ist ja auch immer, ich sag mal, manchmal große Bedenken da, ne, wo man sich, glaube ich, dann auch noch mal vielleicht committen muss, wer braucht denn überhaupt was letztendlich? Ne? Simon, du nickst eifrig. Ich bin froh, dass du jetzt endlich die Veränderung angesprochen hast, weil mir ist unsere Diskussion zu technologielastig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, an der Technologie liegt es bei uns gerade nicht, sondern wirklich an den Menschen, die diese Technologie anwenden. Und darauf müssen wir auch immer wirklich darauf achten, wir brauchen die Menschen dahinter. Und da brauchen wir die Regularien, wir brauchen eine Unternehmensvision, um eine Dringlichkeit zu erzeugen. Weil die Dringlichkeit zu erzeugen, warum verändern wir uns, ist der erste Schritt einer Change-Entwicklung. Und deswegen sollten wir dieses Thema in den nächsten Jahren ganz genau betrachten. Wir müssen das, was hier die ganzen Startups draußen anbieten, auch an unsere Leute bringen, dass die das nutzen, dass die das richtig nutzen, dass die Datenqualität kommt. Wir können eine schlechte Datenqualität ja schon irgendwie mit Technologie heilen, aber wir können nicht alles mit Technologie heilen. Und das ist mir wichtig, wir dürfen nicht alles technologiegetrieben sehen. Also Faktor Mensch. Image verbessern, aber auch mitnehmen auf jeden Fall. Ich fand es ganz spannend, Armin, du hast gesagt, als Unternehmen ist es auch das Thema Digitalisierung auch für die Mitarbeiter sozusagen, dass ich hier mein Image verbessern kann, auch als Bauunternehmen. Inwiefern kannst du das nochmal erklären? Weil wo kommen denn alle her, die das dann machen sollen? Das ist ja die große Frage. Naja, wir hatten einen Generationswechsel. Also wenn man sieht, was die neuen Mitarbeiter, die sich für eine Bauunternehmen bewerben und was sie von Erwartungen haben, stellt man fest, dass man möchte in einem digitalisierten Bauunternehmen arbeiten. Also man möchte sich mit Technologien arbeiten, man möchte sich auch neue Wege schlagen und auch zukünftig orientiert arbeiten. Das führt auch zu Zufriedenheit der Mitarbeiter. Ich kann mir auch nur sagen, dass es jetzt, wenn Mitarbeiter nicht das bekommen, dann werden sie auch für uns nicht sehen oder kommen oder bewohnen bei diesem Unternehmen. Bei Hochtief vielleicht, weil ihr es auch gesagt habt, das ist eine Herausforderung, alle Mitarbeiter mitzunehmen, vor allem weil bei euch, glaube ich, auch viel dezentral eigentlich stattfindet, ne? Und das wieder zusammenzubringen, damit alle davon begeistert sind. Gibt es da so einen Tipp? Ja, wenn ich den hätte, den super Tipp, wie man Innovation in einem Großkonzern hier bewerkstelligt, dann nein, wahrscheinlich hätte ich dann andere Aufgaben schon. Nein, aber es ist tatsächlich immer eine große Diskrepanz, mache ich das ganz, ganz, ganz zentral. Für mich ist eine Innovation schon fast gestorben, wenn ich eine Innovationsplattform einrichte, in der ich lange Formulare ausfüllen muss, in der ich meine Idee einstelle, dann wird das schon nichts. Ne? Das ist so die eine Seite, zentralisiert, formalisiert, so wie so ein Konzern vielleicht in der ersten Instanz mal denken würde. Am ganz anderen Ende ist natürlich zu sagen, jeder macht so ein bisschen, was er will und hat fast beliebig viel Zeit und Geld, um seine Ideen zu verfolgen. Geht natürlich auch nicht, ne? Weil irgendwie muss ich zusammenbringen. Und da ist es, und das versuchen wir zu praktizieren, wir haben natürlich Einheiten im Unternehmen, die Technologie liefern, Vicon beispielsweise. Wir versuchen aber, Innovation tatsächlich auch als Führungsaufgabe zu verstehen. Und so sehe ich das auch. Das ist wie Governance, wie Health and Safety. Das kann ich nicht delegieren. Ich kann mir Unterstützung, handwerkliche Unterstützung, organisatorische Unterstützung reinholen. Aber Innovation ist eine Führungsaufgabe. Und ich muss in meiner Einheit, in meinem Unternehmensbereich eben einen Rahmen schaffen, dass die Leute ihre Ideen und die besten Ideen kommen letztendlich bottom-up aus der konkreten Arbeit, dass die Möglichkeit haben, die zu formulieren,
dann die Zeit haben, die auch so ein bisschen auszuarbeiten und wenn ich sie dann, sage ich mal, oder wenn sie dann wenigstens kein ganz grober Unfug sind, sie auch zu einem gewissen Zeitpunkt verfolge. So, ich muss natürlich immer gucken, wird das was, wie kann man denjenigen, diejenigen unterstützen und. Aber als erstes muss ich mal diese Kultur schaffen und das geht meiner Ansicht nach nicht gut über eine Innovationsabteilung zentral, die das alles bündelt, sondern über eine Kultur, die entsprechende Freiräume schafft. Wie, kannst du ein Beispiel nennen, wie ihr das macht zum Beispiel? Oder? Ja, wir können ein Beispiel nennen. Das ist aus dem konkreten Projekt der Autobahn A6, die wir betreiben. Die Straßenwärter dort in Orange, das ist ein gefährlicher Beruf, völlig klar, auf der Straße. Die werden geschult, einmal im Jahr, 180 Folien im Schulungsraum, Keks und Kaffee gibt's. Na? Das wird aber natürlich der Aufgabe überhaupt nicht gerecht. Ist ja völlig klar draußen auf der Straße. Und dann kam von dem Autobahnmeister, von dem Betriebstechniker, die Idee, hier müssen wir mehr machen. Wir haben uns dann zusammengetan, weil wir da Kontakt hatten mit der Universität Würzburg, die Games Engineers haben und haben letztendlich VR-Anwendungen programmiert und Desktop-Versionen, wo die ihre Einrichtung von Regelplänen üben können, wo die Gefahrenszenarien erleben können, um sich dann eben auf der Baustelle, auf der Arbeitsstelle richtig zu verhalten. Das haben wir uns nicht in Essen ausgedacht, sondern das haben die sich in Bad Rappenau in der Autobahnmeisterei ausgedacht und haben es entsprechend hochgebracht, entsprechend vehement vertreten, sodass das jetzt eine gewisse Reifegrad hat, wo wir es einsetzen. Also wirklich die Mitarbeiter mitgestalten lassen, dass dann ihre Ideen umgesetzt werden. Das ist ja in der Automobilbranche auch ganz gang und gäbe. Genau. Er ist bei uns tatsächlich auch ganz ähnlich. Wir haben auch eine interne Digitalisierungsrunde quasi, die regelmäßig zusammen sitzt und die setzt sich zusammen aus Vertretern aus verschiedenen Bereichen der Firma. Und da geht es auch nicht darum, dass diese Runde diese ganzen Innovationsthemen selber umsetzt, aber die in der Firma eben bündelt. Ja? Und ich bin auch der Meinung, die Innovationen müssen da vorangetrieben werden, wo sie auch den Mehrwert nachher bringen aus den eigenen Reihen, was wir dann in der übergeordneten Runde versuchen, natürlich diese Ergebnisse auch wieder dann auch zu bündeln und wenn es gute Dinge sind, die dann auch wieder für andere Bereiche zugänglich zu machen. Ja, weil das Schlimme ist natürlich, wenn diese Dinge auch im Unternehmen wieder verloren gehen, weil schon an verschiedensten Stellen die gleichen Erfahrungen gesammelt wurden, sei es gute, aber auch schlechte, nochmal wieder und nochmal wieder, hat dann wieder immer jemand die gleiche Idee, das kostet alles Geld, macht natürlich Aufwand und das versuchen wir übergeordnet ein bisschen zu bündeln, die Leitplanken zu geben und dann die Innovationen aus den Bereichen zu unterstützen und mit voranzutreiben. Das ist so unsere Mission. Womit, du wolltest was dazu sagen? Ich wollte eigentlich noch mal einen Tipp geben, ja, wo du gerade gefragt hast, einen Tipp genau. Noch. Thema Mitarbeiter abholen ist das eine, das andere ist auch, wie sieht man hier in der Runde auch, wie wir hier besetzt sind, was so den Background betrifft. Großteil von uns sind Bauingenieure, sind Architekten, sind Bautechniker und ich glaube, das ist extrem wichtig für uns alle, da arbeiten wir jetzt bei Köster auch dran, dass wir da mehr Diversität auch aufbauen. Ja, wir sprechen über Digitalisierung, über Innovation, über Daten. Am Ende sind es dann doch größtenteils die Bauingenieure, die Architekten, die das tun, also nicht so wirklich die Spezialisten. Da müssen wir wirklich noch eine Schippe drauflegen und uns da auch anders ausstatten. Also wir brauchen Datenanalysen, wir brauchen ITler, wir brauchen Betriebswirtschaft-Mitarbeitende, wir brauchen nicht nur Baumenschen. Und ich glaube, dann würden wir vielleicht das ein oder auch noch ein bisschen anders machen und nicht die letzten Jahre, Jahrzehnte dann einfach nur kleinteilig versuchen, besser zu machen, dann würden wir vielleicht auch ins andere Denken auch reinkommen. Und auch die ganzen Vehikel, ob es jetzt ein Innovation Hub ist, was gerade auch angesprochen ist, ich glaube, erst dann kommt auch die Wirkung auch wirklich zu tragen und nicht sammeln wir die gleichen Ideen, die wir in den letzten 30 Jahren auch hatten und irgendwie dann poppt eine Idee auf, das kriegen wir in die Breite, die andere nicht, wird wieder in Vergessenheit geraten. Ich glaube, durch diese Diversität, die wir alle brauchen, würden wir wahrscheinlich auch hier ein bisschen anders über diese Themen sprechen. Simon, dazu? Ja, ich würde das nochmal ergänzen. Ich stimme euch zu, Innovation muss am Ort der Wertschöpfung stattfinden, aber wir können das dann nicht laufen lassen. Dann passiert mal was Tolles auf dem Projekt und dann, wie kriegen wir es in die Organisation raus? Aus dem Projekt kommt es nicht in die Organisation. Und ich meine, wir Menschen sind neugierig, wir machen gerne was Neues, probieren mal was aus, der eine mehr, der andere weniger. Aber dann
etwas, was gut funktioniert hat, in die Organisation zu bringen, das zum Standard machen, ist richtig harte Arbeit und das geht nicht aus dem Projekt heraus und das ist eine Managementaufgabe. Da brauchen wir eine Vision, wir brauchen eine Strategie und wir müssen das aus dem Management auch steuern. Und wir können auch nicht nur im Klein-Klein Innovationen machen, hier ein Teilprozess besser, hier mal ein bisschen, sondern wir brauchen zwei Geschwindigkeiten. Wir müssen auch schauen, wie können wir unser Geschäftsmodell komplett verändern, unsere Prozesse komplett verändern. Das können wir nicht aus dem Baugeschäft heraus, das ist eine strategische Aufgabe. Deswegen, ja, richtig, aber nicht alleine nur die Innovation bottom-up, es muss top-down geführt werden. Also Hybrid ist ja sowieso in vielen Bereichen gerade in aller Munde. Das ist auch eine Empfehlung in der Kombination jetzt von den Kollegen. Also Innovation und Digitalisierung findet draußen statt. Auf der Baustelle, du brauchst die Leute da draußen, die mitdenken. Bin aber auch beim Simon, dass ich sage, und dafür gibt es ja die meisten unserer Abteilungen, wo wir alle sitzen, wir müssen ja auch für unser Geschäft ein bisschen sprechen. Jetzt sind wir die bündeln, Ideen strukturieren, ein Stück weit gemeinsam mit priorisieren und ja auch mit neuen Überlegungen, Technologien, die gar nicht aus unserer Branche kommen, sondern ja auch aus dem Umfeld immer wieder mal auskreuzen. Was geht denn noch? Das, was aber nicht geht, keine unserer Abteilungen oder Stabstellen kann denn 150, 300, 500 Leute haben, dass ich auf jeder Baustelle da draußen zuhören kann, wie geht's dir, wie gut funktioniert das und nicht. Und das, was wir jetzt über 1,5 Jahre sehr gut etabliert haben bei uns beispielsweise, ist, dass es solche Verantwortliche gibt, die sind im operativen Geschäft, dürfen sich aber dezidiert unter Führungsverantwortung und diesem Bewusstsein 50% ihrer Zeit dafür nehmen, mitzudenken, mit uns im Austausch zu kommen und auch untereinander darüber zu sprechen, was funktioniert. Und den Tipp, den ich mit habe, redet mit den Leuten, die auch offen dafür sind, euch zu erzählen, was für Fehler haben sie gemacht. Welche Baustelle hat den Fehler gemacht, das zu verwenden, ist Gold wert, dass alle anderen diesen Fehler nicht nochmal machen, wird Geld sparen. Jeder Partner oder Systemanbieter, der bereit ist, mit dir darüber zu reden, was würde er heute nicht mehr machen, ist Gold wert, weil mit dem kommst du weiter, weil der hat schon Fehler gemacht und der weiß, was es nicht braucht und damit gehst du viel zielstrebiger darauf zu, was machen wir, dass es den Mehrwert bringt, den wir doch alle suchen. Also redet über die Fehler und jeder, der bereit ist dazu, ist euer richtiger Partner. Ja, das ist ja, also wir Deutschen sind ja nicht so eine Fehler, haben wir ja nicht so eine wir Fehler. Österreicher auch nicht. Ich weiß, ihr Österreicher auch nicht. Ha, Mist. Aber das ist ja genau, das Fehler zuzugeben, fällt ja einem so schwer. Ich bin da total bei dir, weil ich glaube, durch Fehler lernen wir. Also ich fand es ganz spannend, das Land Nordrhein-Westfalen hat genau das gemacht, im Zuge von BIM-Prozessen umzusetzen. Der Wilk, der Abteilungsleiter dort im Ministerium, hat gesagt, ich hole die alle an einem Tisch und wir reden nur über die Fehler, die passiert sind, damit wir die nicht nochmal machen und das spart uns Geld. Ne? Das gemeine Organisatorisch ist halt wieder, du brauchst von deiner Führungskraft dieses klare Commitment. Ja. Ja, ich als Bauleiterin, als Kaufmann, als Techniker, als Polier darf mir Zeit nehmen, ich soll mir sogar Zeit nehmen, mitzureden, mitzudenken und auch darüber zu sprechen, was für mich nicht funktioniert. Die Automobilbranche letztendlich macht das ja. Ne? Die haben ihre Leute auch abgestellt und haben dieses Anreizsystem, okay, schaffst du etwas, was mir hilft im Unternehmen und wir eine Verbesserung erzielen und wir das Ganze auch noch monetär bewerten kann, kriegst du das als Bonus auf dein Jahresgehalt zum Beispiel. Ja? Das ist so ein Anreizsystem, das ist vielleicht in deren Produktionsstätte ein bisschen einfacher, weil da haben wir automatisierte Prozesse dahinter. Das ist ja beim Bauen, vor allem im Hochbau, immer ein bisschen anders. Aber ich denke, da kann man sich anlehnen und was du ja auch meintest, Simon, wir müssen die Leute mitholen. Lass uns einmal nochmal, wir haben nicht mehr so viel Zeit, einmal nochmal kurz auf die jungen Leute mitholen, weil das ist, glaube ich, nochmal so ein Thema, die Branche attraktiv zu machen für Junge, da ist für Digitalisierung, ich meine, entweder wollen sie alle YouTube-Star, TikTok-Star oder sonst was werden, aber so zum Bau ist immer so ein Thema für sich, das spielt ja auch eine Rolle, oder? Wie macht ihr das bei POR, um diese... Naja, worum geht's? Jeder junge Mitarbeiter und jede junge Mitarbeiterin, die gute Ideen hat, die sich da schon viel überlegt hat und gerne sehen möchte, wie kriege ich das in diesem Unternehmen auf die Reise, ist dann frustriert, wenn sie keine Ansprechpartner findet. Wenn ich mit meiner Idee permanent vor verschlossenen Türen schicke, jeder schickt mich weg, keiner hat Zeit, jeder sagt, ja prinzipiell super Idee, aber komm vielleicht nächstes Monat machen wieder, weil ich bin gerade voll in meiner Baustelle drin oder in einem anderen Prozess. Das frustriert. Und da sind wir, ich glaube, haben alle auch schon gesagt, du musst halt in deiner Organisation diese Türen öffnen und diese Zeit schaffen, dass ich
Und das kann jetzt nicht überbordend sein, aber ich muss halt über ein gewisses Netzwerk, das dem Konzern auch bekannt sein muss, meine Türen kennen, wo ich sage, mit dem kann ich über dieses Thema reden, da kann ich mich dort austauschen, dort kann ich mir wieder das Commitment abholen oder diesen Strategierahmen, soll ich mich mehr in diese Richtung und in die andere Richtung bewegen, weil die wenigsten haben ja eine Idee, die meisten haben 300. Die wollen ja nur wissen, welche davon darf ich denn angehen, wo darf es hingehen? Ich gucke auf die Uhr, wir haben noch genau 3 Minuten, gibt es denn Fragen aus dem Publikum hier an unsere Panel-Teilnehmer? Okay, ich klaue jetzt einfach mal hier das Mikro. Ich bin mutig und gebe dir das, Sami. Ja, danke. Also nicht keine wirkliche Frage. Ich hätte gerne ein paar Anmerkungen gemacht. Also die Diskussion war natürlich sehr interessant. Wir müssen allerdings auch sagen, BIM gibt es seit 2006, 2007 schon in Deutschland, also sehr viel länger als 2011. Das andere, ich schließe mich Simon an, BIM ist tot, ja. Lean Construction wird es nicht viel anders gehen. Das hat aber nicht mit den Gründen zu tun, die Simon genannt hat aus meiner Sicht, sondern tatsächlich damit zu tun, dass das gute Katalysatoren waren. Ja. Sie haben dafür gesorgt, dass wir uns in der Baubranche mit Bauprozessen auseinandersetzen, dass wir mehr ins Prozessdenken überhaupt reinkommen. Und das ist halt ein ganz, ganz entscheidender Punkt für uns gewesen. Ja. Was wir aber jetzt machen müssen, und das sieht man auch an dem Namen Planen, Bauen 4.0, da fehlt das Betreiben komplett. Ja. Das haben wir haben das im Namen, aber das wäre sonst noch länger bei meiner E-Mail-Adresse. Ja, aber es war anfangs auch nicht drin, es ist erst dazugekommen, müssen wir auch fairerweise sagen. Ja. Also was wichtig ist, es geht ja weit über BIM und Lean Construction hinaus. Ja, wir reden über digitale Transformation und das betrifft das gesamte Unternehmen. Und das gesamte Unternehmen besteht nicht nur aus Planen und Bauen, also egal ob es ein GU ist oder ob es ein Bauträger so wie wir sind, ja, sondern es gibt auch noch administrative Bereiche, es gibt Führungsprozesse, es gibt Unterstützungsprozesse und all diese Bereiche müssen halt mit eingebunden werden und deswegen brauchen wir nicht mehr über BIM zu reden, wir brauchen auch nicht über Virtual Design and Construction zu reden, sondern wir müssen tatsächlich über diese digitale Transformation reden. Und ein letzter Punkt noch vielleicht an der Stelle, wir haben mittlerweile in Deutschland andere Vertragsformen, die es uns erlauben, in Teams zusammenzuarbeiten, in Projekten zusammenzuarbeiten. Ja. Hier in Hamburg gab es jetzt auch von der öffentlichen Hand gerade eins, IPD-Projekt, ne, Integrated Project Delivery oder Project Alliancing oder wie man es auch immer nennt. Ja. Das heißt, es gibt die Möglichkeiten, in anderen Vertragsformen miteinander zusammenzuarbeiten. Wir müssen nur den Mut haben, das auch tatsächlich umzusetzen. Ja. Und dann haben wir plötzlich eine ganz andere Motivation, auch in dem Projekt zu arbeiten. Ja. Und das ist der Grund, warum ich auch sage, Lean Construction wird sich auch irgendwie dem Ende zuneigen. Ja. Auch wenn das natürlich eine sehr, sehr gute Methodik ist, weil sie eben auch prozessorientiert ist. So, 1 Minute haben wir. Das heißt, ihr müsst ganz schnell sein, weil ihr kriegt das letzte Wort von mir. Ihr dürft euch 2 Sachen jetzt wünschen. Einmal von dem Bauherrn was, damit es endlich noch mal schneller vorangeht beim Thema Digitalisierung. Und einmal was von der Branche. Amir, du fängst an. Ganz schnell. Also von der Branche wünsche ich mir mehr Kollaborationen und mehr enge Zusammenarbeit. Vom Bau her wünschen wir Klarheit von vornherein und mehr Zeit. Vom Bauherrn integrierte Projektabwicklung, wie schon genannt. Von der Branche Mitdenken des Bauherrn. Nicht nur auf das Bauwerk fokussieren, nicht nur auf Planen bauen, sondern betreiben. Der es beauftragt, bestellt, bezahlt, der möchte es betreiben. Das muss ich mitdenken als Branche. Für mich auch. Bauherr, im Prinzip mehr Klarheit. Was will ich wirklich haben? Was ist meine Anforderung? Und ansonsten allgemein Attacke losmachen und nicht so viel darüber diskutieren, warum es nicht geht. Simon? Von beiden gemeinsam mehr ein Denken in ein Produkt, eine Immobilie ist ein Produkt mit Ende-zu-Ende-Betrachtung und nicht nur ein Bauprojekt. Also schließe mich da an beim Bauherrn, partnerschaftlicher Ansatz plus Produktansatz und für unsere Industrie Diversität in unseren Disziplinen. Und Christian? Ja, bleibt nichts mehr zu sagen. Es geht um, lasst uns auf den gemeinsamen Mehrwert einzahlen, also über den sprechen, in beide Richtungen. Von der Branche als auch vom Bauherrn. Es geht ums gemeinsame Mehrwert schaffen. Gemeinsam, digital, einfach, oder? Ich glaube, wir haben auch für nächstes Jahr den nächsten Panelist. Ne? Ja, ich weiß, haben wir... Genau, ich sage herzlichen Dank, das ist euer Applaus, da steht schon die nächste Schulklasse, also von daher danke euch.